Hallo, liebe Internetzuschauer, zu einer weiteren Folge von 7 Days to Die. Wir sind am Start und wie versprochen werden wir uns jetzt auch um unsere weitergehende Verteidigung kümmern. Sprich, wir investieren in Beton. Erstmal müssen wir was... Ach ja, bevor wir was essen, das wollte ich zeigen. Wendest du. Health 5, Fullness 40, Hydration, also zu trinken, plus 25 und wichtig, 1,5 auf die Wellness. Fantastisch, gibt direkt einen Punkt sozusagen. Stinkt wie die Hölle, ihr könnt sehen, wenn es im Gürtel steckt, die Range 60 Meter, allein nur im Rucksack hier 20 Meter. Also ganz übles Gemuffel, das zieht sofort jeden an. Aber wir lassen es uns jetzt einen gut gehen. Man beachtet die Werte. Gott, das ist alles hell. Roms die Bombs. Da ging alles nach oben. Hervorragend. Ich sehe, wir haben auch gar keinen Buff. Also, was tun wir? Wir schalten den Turbo ein. Und um es zu komplettieren... Ja, dann. Prost! Damit sind wir frisch am Start. Ich sehe, wir haben nicht genügend zum Reparieren. Irgendwann werde ich mir doch mehr merken können, wo hier was ist. So, Crafting anschalten. Wir machen mal ein paar Strips. Natürlich geben wir, was wir an Samen haben, wieder ab. Und das läuft alles. Ja. Das können wir dann noch reparieren. Was wir brauchen, ist die Axt dann auch. Die Axt, das wir brauchen, da wir im inneren Bereich arbeiten werden dafür. Übrigens, jetzt beinahe vergessen, heute ist Tag 6. Ne? Links oben könnt ihr sehen. Rechts oben seht ihr die Seriennummer, ja, 11.3, klar, immer aktuell. Tag 6 bedeutet Hunde, Hunde am Start. Heute kann es passieren, dass uns Köter auflauern. Allerdings, deswegen, ich habe die Lampe an. Ach, das war mir ja gerade ein bisschen grell geworden. Die Hunde sind jetzt, glaube ich, nicht das, wovor wir wirklich Angst haben. Oh, muss ich hier die Bücherpalette ver... Also der Fernseher, das ist Scrap. Nein. Die Bücher sind nicht das, was interessant ist. Hab ich genügend Holz? Ja, hab ich. Und das sollte weiter verarbeitet werden. Damit wir auch dann reparieren können. So. So funktioniert das Ganze. Wir hauen die schäbigen Wände weg. Wie man sieht, halten die ja mal nix, aber auch gar nix aus. Wir setzen unsere neu gebauten Rebar-Frames ein. Dafür brauchen wir Holz, denn wir verkleiden jetzt und einfach Beton einfüllen. Dann sieht das so aus. Das härtet jetzt aus. Das dauert. Das braucht ein bisschen. Die härten nicht der Reihenfolge nach. Das ist total unterschiedlich. Das ist absolut willkürlich, hätte ich jetzt beinahe mal gesagt. Warum habe ich das Bücherregal nicht verschlagen? Wir haben ja ein... Das ist mir jetzt alles gerade mal zu hell. Danke. Wir haben ein Respawn nach 30 Tagen. Und das nutze ich dann natürlich auch. Wenn es geht, lassen wir den Kram in der Form stehen. Wichtig noch, die Rebar-Frames sind sehr instabil. Die halten nicht wie die Holzframes, dass man hier anbauen kann und da die riesen Strukturen bauen kann. Die fallen sofort zusammen. Baut also immer von unten nach oben, dass die oberen Rebar-Frames von den unteren gehalten werden. Nicht andersrum. Klatschen nicht hier oben und dann da unten, da macht es irgendwann Plöff. Und die sind nämlich
so kostbar und kosten so viel Materialien, das wäre echt schade, ja, wenn das kaputt gehen würde. Ich umrahme gern die Tür mit Beton, weil die Tür ist einer der Hauptangriffspunkte einer Zombie-Horde. Wenn die Türen sehen, versuchen die, diese Türen zu knacken, um an dich ranzukommen. Da geht gern auch mal ein Schlag links und rechts vorbei und trifft dann sozusagen auf das gute Material. Hier hinten natürlich dasselbe in grün. Wir knallen hier mal richtig was an. Aber auch der Reihe nach, nicht jetzt hier alles rausschlagen, da fällt nämlich die Tür raus, dann ist vorbei mit der Stahltür. Wir ersetzen, was wir rausgeschlagen haben, ganz schnell, damit wir auf der anderen Seite genau das gleiche machen können. Und schön ausfüllen. Dank dieser tollen Axt geht das natürlich auch super. Da komme ich sonst nicht mehr dran. Muss ein bisschen aufpassen, dass man sich das nicht zubaut. Das klappt alles ganz wunderbar. Es geht auch sehr flott. Und wenn man nicht viel rumtrödelt, kriegt man das auch relativ gescheit hin. Was er eben plön gemacht hat, könnte die Beleuchtung, die Lampe gewesen sein. Das würde passen. So, damit ist die Tür einbetoniert. Sinnvollerweise macht man dann hier gleich weiter. Das geht so fix mit der Axt. Das tört mich total an. Die Axt ist so geil. Ist unglaublich. Am schönsten wäre jetzt noch die Nagelpistole. Ein Klick, bauf, ist das Ding fertig. Die Nagelpistole ist der Oberhammer. Dass die zwar Pfeile, also diese Nägel, die man findet, verschießt sie auch. Ja Gott, das finde ich jetzt nicht so doll. Tönt mich jetzt nicht so an. Die Nägel machen kaum Schaden und ist nichts mehr als einfach ein Gimmick. Ups. Aber die Nagelpistole als solches, ich finde sie recht lustig. Muss man einfach mal so sagen. Macht Spaß. Macht Spaß, danach zu suchen. Sie braucht sonst nichts. Und wer damit mal so richtig ordentlich Wände eingezogen hat und richtig im Akkord gearbeitet hat, der weiß, das ist einfach... Es macht nur noch Spaß, mit dem Ding zu arbeiten. Ja, wenn du genügend Holz dabei hast, dann hast du ein großes Gebäude, wo du was machen musst und so, dann ist das total geil. Ja. Na komm, jetzt haben wir die Ecke rausgehauen, jetzt machen wir das gerade mit. Eigentlich wollte ich nur den unteren Bereich gerade machen, aber Gott. Jetzt haben wir hier aus Versehen die Ecke rausgeschlagen. Das ist auch neu, wenn nur noch der Frame-Rahmen dasteht, auch wenn das eine normale Wand war. Könnt ihr den, als ob es euer Frame wäre, wieder aufbauen. Und zwar richtig. Mit Holzverstärkung, dann mit Eisenverstärkung. Das war vorher nicht so. Das ist auch seit der Alpha 11 jetzt neu. Und finde ich gut. Ist mal ordentlich. Man ist nicht gezwungen, die blöde Wand wieder zu reparieren. Zu einer blöden Wand, sondern dann kann man sagen, dann bauen wir jetzt richtig. Hat Vorteile, finde ich nett.
Das geht fix. Und wir haben natürlich wieder zu wenig Kram dabei. Also mit dem bisschen, was wir haben, werden wir es nicht schaffen, rundherum jetzt hier zur Potte zu kommen. Ich überlege, ob wir nicht hier auch erstmal die Ecke machen. Das ist vielleicht nicht schlecht. Ja, das ist schon. Dann brauche ich nur hier setzen und dann passt das wieder. Einfach, dass wir sozusagen so ein bisschen wenigstens auch die Ecken abklappert. Es geht so schnell mit dem Beton, das ist auch was, was ich unglaublich mag. Wenn man mal die Rohstoffe alle hat, dann geht das unglaublich fix. So, wir müssen aufpassen, wir haben nur noch 5-mal Zement, respektive gleich nur noch 2-mal. Und da ist der Spaß schon wieder rum. So, das ist die eine Ecke. Hier fehlen 2. Mhm. Das da müssen wir auch noch ersetzen durch Beton, die untere Reihe. Aber im Moment haben wir nicht genügend. Das kommt aber noch. So. Das war's. Mehr ist schon nicht mehr mit Beton. Wir haben zwar noch Betonframes, aber leider, muss man sagen, haben wir kaum genügend Metall, um das zu ändern. Respektive Steine. 39 Steine. Da müssen wir noch ein bisschen Zement machen. Ja. Wandert ein. Kann man doch was Sinnvolles verfeuern. Wo sind die restlichen? Da. 28 hätten wir noch. Wahrscheinlich haben wir nichts, was wir sonst verfeuern. Doch. Klar. Hier. Ach, Mann. Das wertvolle Holz. Kohle. Ja. Und nochmal. Gab früher bei der Alpha 10 pro 1 Kohle 10 Lump of Coal. Gibt jetzt nur noch 5. Das führt zu einem gewissen Missverhältnis. Kleines Beispiel. Das ist eine. Das ist das, was ich aus einer Kohle kriege. Jetzt werfe ich eine Kohle hier oben rein. Achtet mal unten auf die Zeit, die es zum Verbrennen braucht. Von 12,45 auf 19,24. Ich nehme dasselbe und bin nur bei 16. Obwohl es auch eine Kohle ist. Ne? Das ist eine gewandelte Kohle. Da bin ich hier bei 15,5 und hier bin ich bei 19,1. Ihr seht das Missverhältnis. Ja. Das ist nicht gut gelöst. Da, das passt nicht. Also vielleicht, also da an der Burntime muss man was ändern. Das ist nicht schlüssig, sage ich jetzt mal. Ne? Also, das stimmt was nicht. Ganz kurz. Müssen wir reparieren. Die Super Pickaxe, die Hoe, die Gartenhoe. Jetzt ist die natürlich gelb. Wir können ja schon orangenen Greif. Ja, alles klar, okay. Die ist noch gar nicht gefixt. Die lässt sich gar nicht verändern. Die bleibt gelb und ist gelb. Wenn das gefixt wird, dass die angepasst wird, dann wird das nochmal spannend. Weil dann können wir ja eine bessere Hoe herstellen. Allerdings, ich meine, die zieht auch einen Graben. Also,
Ich weiß, was willst du da jetzt? Naja, die Haltbarkeit vielleicht, oder was die Geier. So. Ja, genau. Das, den Bullet-Tipp wollen wir wieder abgeben. Ja. Ach ja, noch was. Zur Erklärung. Wir haben hier Steine reingestellt und hier steht Maut. Das heißt, alles, was ich reinpacke, steht dann hier, wie viele Einheiten es gibt. Bei der Mode steht dabei, bei der Mode, wie viele Einheiten eine Kapazität ist. Hier ist es 1, also das Verhältnis 1. Das heißt, ich bekomme hier letztendlich auch 97 nachher raus. Hier ist es ein anderes Verhältnis, hier ist es Kapazität 3. Das heißt, ich muss hier so viel Eisen reinwerfen, dass hier, als Beispiel, ich nehme mal den Hammer. Der würde 0,8 bringen, dann fehlen wir hier noch 2,2, bevor ich einen Barren, ihr seht es hier auch an diesem Streifen, nee, der Streifen ist schon, vergesst den Streifen, das war jetzt dumm, Quatsch. Also, der Hammer bringt 0,8. Ja, damit fehlen uns noch 2,2, bevor wir einen voll kriegen. Die Pickaxe müssen ein bisschen mehr bekommen. Genau, die bringt 6. Das heißt, wir kriegen aus einer Pickaxe, kriegen wir 2 Barren zurück, wenn wir eine Pickaxe einschmelzen wollten. Ach, ich getraue mich kaum, sie reinzulegen. Die supergeile Axt bringt 3. Schnell wieder raus. Ah, das gute Stück. Gut, da ist das auch erklärt. Wir schnappen uns 26, ist schon mal nicht schlecht für den Anfang, weil wir haben 34. Das Verhältnis ist 1:1, denn der eigentlich sinnlose Gravel in Verbindung mit dem Zement gibt unseren schönen Zementmix. Und von daher ist das was, was wir haben wollen. Die Gläser, die bleiben immer noch da drin, das bringt noch nichts. Kartoffeln sind im Anbau, das heißt, wir können 2 weitere leckere Stew herstellen. Damit wir da auch gut versorgt sind, dann nehme ich Holz, das reicht. Koch es. Jawohl, läuft. Da muss man echt aufpassen, wie ein Schießhund, dass das hier funktioniert. Dass man da gedrückt hat, dass das läuft. Es ist so ärgerlich, gerade bei großen Produktionen, ne, wo viel Kohle oder irgendwas drin liegt. Und man hat nicht aufgepasst und dann stellt man fest, nichts ist geworden. Ach, guck mal hier, das passt doch 1:1. Zack, so. Dann wären wir jetzt den Rest noch wieder vorbeigelaufen. Dann werden wir jetzt natürlich noch den Rest hier versuchen aufzubrauchen. Wir haben... Wir sind darüber. Hier haben wir die Ecke noch nicht voll. Das heißt, wir werden hier die Ecke rausnehmen. Das ist sehr gönnerhaft. Aber ohne die Rebar-Frames bringt es gar nichts. Es fiel mir jetzt gerade ein. Habe ich die nicht mitgenommen? Ich Tor! Da sind sie! Das, das, das und das in dieser Reihenfolge, das macht's Arbeiten leichter. So. Ja, ja, ich weiß, wir haben da unten eine Lücke gelassen. Da wird schon nichts passieren. Nichts passiert. Ich war mir jetzt auch nicht so 100% sicher, dass das gut geht. So, gucken. Das ist noch blöde Wand, die raus muss. Und zu betonieren. Dass das so zischt, ist, finde ich, ein merkwürdiges Geräusch. Ich hatte gedacht, sie würden es nochmal ändern. Ja. Ich weiß nicht, wie bei denen der Beton ist, aber... Es hört sich an, als ob so ein Lagerfeuer ausgeht, ne? Oder? Findet ihr nicht? Klingt so komisch. Ich hätte beinahe gesagt, wenn man Lagerfeuer auspisst, aber... Darf man das sagen? Ja, darf man, oder? Ja. Ich fluche ja auch wie ein Rohrspatz. Also, kann man doch das auch mal sagen. Klingt komisch. Oder? Hört mal genau hin.
ob da was brutzelt. Komisch. Oh! Wo habe ich denn jetzt drauf gekloppt? Wahrscheinlich auf dem Herd. Ey! Nein, doch nicht. Der klingt nochmal anders. Sag mal. Oh, hier. Wegen dem blöden Vorhang, hä? Ja. Mhm. Das sollte ich noch machen. Wie gesagt, das sind Arbeiten, die kann man auch in der Nacht machen. Ich mache es jetzt bewusst am Tage, weil ich will eigentlich in die Höhle zurück. Aber nicht mehr heute, sondern das ist was fürs nächste Mal schon. Das würde ich gerne tun. Ich will diese Höhle mal so ein bisschen in Angriff nehmen, mal Bodenschätze rausholen, mal richtig, richtig viel Eisen abbauen. Der Sinn dahinter ist natürlich vollkommen klar. Hier geht es mir schlicht und ergreifend um Eisen. Wofür? Es ist kein Geheimnis mehr. Wer das hier sieht, weiß Bescheid. Beton muss her. Beton ist am Start. Ich sage, sobald ich Beton in die Finger kriege, weg damit, bin ich nicht mehr zu halten. Dann wird umgebaut, dann wird befestigt. Warum das Ganze? Warum überhaupt Beton? Ich könnte ja auch was nehmen, was billiger ist. Schlichtweg, das Eisen ist da. Es ist kein Mangel, dann nehme ich das Beste. Die Cobblestones gehen auch, sind aber lange nicht so stabil. So, die Wand ist komplett. Ihr seht es hier auch schon, da seht ihr es. Das ist ausgehärtet. Da ist alles schon ausgehärtet, hier noch nicht. Ne? So, was wollte ich sagen? Ach ja, die Festigkeit. Nun, die Cobblestone Rocks haben noch einen anderen Nachteil. Wenn ich direkt an der Wand an Beton stehe und so ein Polizist explodiert in seinem Geblubber, dann ist es ein Unterschied, ob das ein Cobblestone Rock oder ein Stahlbetonstein ist, der mich zwischen der Explosion des Polizisten und meinem Ableben stellt. Genau das ist der Unterschied. Der Beton schützt mich davor. Wenn es nicht so toll läuft, ich formuliere es mal ganz vorsichtig, sterbe ich. Obwohl ich hinter Cobblestone Rock stehe. Und das liegt am Stahlbeton. Das ist einfach der bessere Schutz. Manchmal hat man nicht genügend Eisen. Dann muss man sich das eben von der Backe kratzen. Dann nimmt man halt das nächstbessere. Das ist der Kampf. Oder ja, es ist auch von den Materialien her nicht so aufwendig. Ja, das ist dann schon der bessere Shit. Das ist klar. So. Mhm. Ecken sind immer auch gerne Ziel von Angriffen. Deswegen schön dicht machen. Ja, es läuft. Die Ecke ist, die Ecke ist. Das wäre die nächste Ecke. Drei Stück haben wir noch. Eins. Zwei. Das wird der letzte Frame. Dann haben wir jede Menge Eisen verblasen. Aber ich sag mal, es ist für einen guten Zweck. Das hilft, das Haus sicherer zu machen. Ja. Mission accomplished, sage ich dazu. So, jetzt suchen wir uns die Ausgangsluke. So nenne ich es mal. Hier ist doch das Klo.
Gut. Wir gestalten um. Diese Zwischenwände braucht kein Mensch. Also. Das hier wird die neue Ausgangsluke. Und damit brauchen wir 1, 2, 3. Dann bauen wir eine Metalltür. Die Hard Metal Door. Und setzen die hier ein. Wahnsinn, wird man da sagen. Was soll das denn werden? Woodframes, die wir natürlich niemals genug haben. Was soll das? Will der sich in den Tod stürzen? Nein. Wir wollen... Für Leute, die nicht ganz so schwindelfrei sind... Immer ein bisschen tricky, hier rauszukommen. Wir brauchen eine Spider-Abwehr. Die Spiders klettern gerne mal soeben hoch. Da habe ich keinen Bock drauf. Und deswegen ist das sinnvoll, dass man sich kümmert. Dass wenn die hochspringen wollen, das muss ich beseitigen. Und auch das. Na komm. Die springen dann dagegen. Ich habe normalerweise immer Rampen, setze ich normalerweise hier an die Ecke. Das ist jetzt mal ein Testlauf. Ich will das jetzt einfach mal mit normalen Frames probieren. Wenn das schon reicht mit normalen Frames, wenn man keine Rampen braucht, soll mir das recht sein. Ja. Einfach verkleiden reicht vollkommen. Hab's. Hab's. Verkleiden. Tu es. Jawohl. So, diesen Shit hier. Den bauen wir gleich mal weg. Das sind doch eigentlich die Rampenteile, die wir brauchen, oder? Ja, ist nichts anderes als den Frame, den wir haben. Gut. Also werden wir das tun. Daneben gekloppt. Verdammt. Das kommt weg. Das. Ich will es einmal abbauen, um dann den Frame richtig aufzurüsten. Nicht diesen Mist zu haben. Deswegen tue ich das so gerade, wie ich es tue. So, direkt unter der Tür ist hier. Da, da und da. Und dazu habe ich mir was überlegt. Jetzt habe ich natürlich
viel zu wenig. Wir müssen noch mal hoch, ein paar Eisen. Also Eisen kann man gar nicht genug haben. So. Schwuppsdiwupps, da ist die Tür. Der begehbare Balkon. Dann muss hier ein Frame her, der hält. So, und das sind drei. Mhm. Und zwar folgende Idee. Wir bauen Gitter. Das Problem ist, ich kann ja nicht durchschießen. Mit Pfeil und Bogen oder mit einer Armbrust. Es gibt aber was, wo man durchschießen kann. Ich such's gerade. Ich möchte Iron Bars. Da kann man sehr wohl durchschießen. Die sind sehr stabil, das kostet aber leider Gottes richtig Rohre. Ihr seht, das ist eine Menge. Gibt aber auch vier Stück. Muss man gleich dazu sagen. Das sind die besseren Fenster. Da kann ich mit einer Schusswaffe durchfeuern. So, wir haben den sechsten Tag und irgendwie kein Hund zu sehen. Es ist so, es besteht die Chance auf eine Hundehorde, nicht die Gewissheit. Na, das ist nochmal ein Unterschied. Also sie können kommen, sie müssen nicht kommen. Es kann auch sein, dass sie nochmal kommen. Ist ja nicht gesagt, dass die sozusagen noch erscheinen werden. Die Zeit, wenn sie kommen, ist ungewiss. Also das weiß man nicht. So. Fertig? Fertig. Wenn ich die jetzt so setze, sehen die so aus. Das ist aber blöd. Das ist... Ist es richtig oder falsch? Ah, wie ist es denn im Original? Ah ja. Okay. Dann ist das richtig. Richtig. Trommelwirbel. Die Idee ist jetzt, wenn sie sich unter mir, unter der Tür versammelt haben, dass man sie dann noch abknallen kann. Das ist der Gedanke dabei. So. Ich würde das jetzt gern noch hier zu... okay, nochmal langsam. Ah, das wird nicht ganz passen. Ah, Holz, 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 Holz. Ihr seht, so langsam wird die Verteidigung hier rund. Und das ganze Spektakel beginnt... Form anzunehmen. Dann machen wir hier nämlich noch das Außengeländer, die Spider-Absicherung, die jedes gute Gebäude, jedes Safehouse haben muss. Es ist einfach ein Muss. Es ist nicht ein Kann, es ist einfach ein Muss. Ja, man spricht nur dann von dem Safehouse letztendlich, wenn man auch gegen Spider sich in irgendeiner Form, egal wie, ja, aber in irgendeiner Form gewappnet hat, ja, wenn man da ein bisschen vorgesorgt hat. Jetzt ist natürlich die Frage, hier wäre sozusagen
dann auch ein Schutz vonnöten. Und da wir noch einen haben, probieren wir hier die kleine Lösung zu favorisieren. So. Diese Ecken. Solche Sachen muss man einfach aus dem Weg räumen. Wood Frames bitte. Man kann nicht genug haben. Es geht gar nicht. Zu viel Wood Frames habe ich noch nie erlebt. Na, setzen. Nicht drehen. Ja, Koordination, Handkopf, manchmal schwieriger als gedacht. So, ich würde diese Arbeit gerne noch zu Ende verrichten. Das ist natürlich auch wieder mal hier eine Hauswand. Das kann weg, das kann weg. Bis oben hin. Haben wir da auf der anderen Seite eigentlich weggenommen? Boah, da. Ist hier die Ecke weg? Ja, da drüben war sie weg. Hopf. Jetzt können wir da drüber springen. So, noch einmal kurz Luft anhalten. Nicht, dass ich abstürze! Herrgott nochmal! Das war ja jetzt echt... Puh, jetzt ist mir gerade ein bisschen warm geworden. Ui, das sieht ja so spielerisch aus, aber das... erhöht sich dann auch so ein bisschen mein Blutdruck. Das kann echt auch mal ins Auge gehen. Wer will das schon? So, gehst du kaputt? Ich komme nicht ran. Gut. Aber gleich. Mhm. Ja, das passt alles ganz gut. Dann haben wir einen Wehrgang sozusagen. Wie bei den alten Römern. Ihr könnt natürlich, wenn ihr pfiffig seid, Material habt oder Lust darauf, auch ganz andere Material. Wie gesagt, ich hatte immer eine Rampe, sah auch schön aus. Das Problem war nur, an den Ecken brauchst du diese spezielle Eckrampe. Und da hast du gedreht und gebastelt wie ein Weltmeister, hast ziemlich viel Zeit verplempert. Es sah natürlich schick aus, das muss man sagen. Es hat alles eine schöne Form gehabt und so. Aber es war zeitaufwendig. Du hast da rumgerungen, bis du den richtigen Winkel da reingedreht hattest. Wie gesagt, das ist jetzt mal experimentell, dass ich jetzt einfach nur ganz poplige Frames nehme und damit sozusagen das Ganze auskleide. Wir werden gucken. Wenn das klappt, wenn das einfach klappt, ist gut. Dann soll es mir recht sein. Wenn das Mumpitz ist, werden wir das wieder ändern. So, die letzten drei. Jetzt müssen wir nur kurz schauen. Gut, ich wollte einfach nur sehen, ob ich... Bums, Tür zu. Ob ich noch Frames unten habe stehen lassen. Es ist wieder Zeit für ein kleines Muffelchen. Ah, stopp. Wir haben doch lecker, lecker Essen gemacht. Das hauen wir gerade mal weg. Wunderbar. So, wir haben ein bisschen Brennmaterial gebunkert. Mhm. Zum Reparieren, das wird uns noch nützlich sein. Das da wäre dann auch zum Reparieren. Das Eisen zurück, Kohle zurück, das ist okay. Wir haben noch ein bisschen.
Wir haben jede Menge Spikes noch. Gut. Wären auch Bretter. Wir werden auf dem Weg noch ein bisschen Holz hacken, das auf jeden Fall. Weil dann würde ich sagen, wir machen jetzt noch ein paar Woodframes, damit wir nicht sozusagen nackt rausgehen. Fühlt man sich ja fast wie nackt. Oh, wir können natürlich dann auch gleich nochmal ein bisschen reparieren. Das kann ich aber alles ohne euch machen. Wir schauen mal, was wir in der Nacht noch anstellen können und wir sehen uns zu einer neuen Folge. Falls euch gefallen hat, natürlich gerne einen Daumen hoch. Ihr könnt mich auch gerne abonnieren, da würde ich mich sehr drüber freuen. Habt ihr Kritiken, Anregungen, erzählt es mir. Da lässt sich gerne drüber diskutieren. Ich werde beim nächsten Mal hoffentlich noch die Gelegenheit haben, den Bogen ein bisschen zu testen. Ich hatte einen Tipp gegeben zum Entladen des Bogens. R-Taste drücken, dann entspannt er ihn. Dann muss man den gespannten Pfeil nicht irgendwo die Gegend feuern. Da gab es so ein bisschen Rückmeldung, ja, nee, beim zweiten Mal würde er den Pfeil dann trotzdem verschießen. Wir testen es aus. Das machen wir morgen. Versprochen. Also das, da gucken wir nach. Ansonsten hat es mich gefreut. Ich hoffe, ich habe euch ein bisschen unterhalten können, vielleicht auch was zeigen können. Ihr hattet hoffentlich ein bisschen Spaß mit mir. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.